Dein Ego schreit, hey, sei weiter der Angeber, der du bist. Tu weiter so, als ging es dir richtig gut, als wärst du richtig cool. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP-7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Es gibt einen Hauptgrund, warum die meisten Menschen nicht ihren Traum leben. Warum sie jeden Tag ihr Geld verdienen mit einem Job, den sie nicht mögen und auch ein ziemlich mittelmäßiges Leben haben. Was glaubst du, ist dieser Hauptgrund? Mangelndes Talent? Nicht genug Mut, Risiken einzugehen? Nicht genug Geld, um zu starten? Das ist es alles nicht. Ich habe gesehen, der unterschätzteste Schritt in unserer Karriere ist die Fähigkeit, einen Schritt zurückzumachen. Lass mich das nochmal sagen, weil es so überraschend scheint. Wir müssen von Zeit zu Zeit einen Schritt zurückgehen können, um richtig weit nach vorne zu kommen. Das wollen die meisten Menschen nicht. Ihr Ego ist ihnen im Weg oder sie haben Angst vor irgendwelchen Unsicherheiten. Was sollen andere Menschen denken, andere Leute denken, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so ein tolles Auto fahre? Oder in einer schäbigen Wohnung wohne, nicht so tolle Urlaubsreisen mache. Aber weißt du was? Diese kleinen Schritte zurück können dir den Weg für ein herrliches Leben bereiten. Das ist wie beim Weitsprung. Wenn du wirklich weit springen willst, brauchst du einen Anlauf. Und der Anlauf ist nichts anderes als einige Schritte weg vom Ziel, weg in die entgegengesetzte Richtung. Ich habe das immer wieder gemacht. Beim ersten Mal allerdings nicht ganz freiwillig. Mit 26 Jahren, als ich hoch verschuldet war und mein Coach sagte, kündigen Sie den Job, den Sie nicht lieben. Das war neben meiner Selbstständigkeit die einzige feste Einnahmequelle. Ich hatte einige Selbstständigkeiten und das war meine einzige feste Einnahmequelle. Ich bekam 3000 Mark jeden Monat, so wie heute Euro. Und das sollte ich jetzt kündigen. Es war ein gewaltiger Schritt zurück. Aber mein Coach wollte, dass ich mich auf das besinne, was ich wirklich liebe. Denn er sagte immer, nur das, was sie mit Leidenschaft tun, tun sie richtig gut. Und er hatte recht. Ich bin dann mit meinem Einkommen auf Höhen gekommen, die ich damals mir nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Ich möchte das übrigens auch gar nicht romantisieren. Als ich damals meinen Job gekündigt hatte, bin ich erstmal in ein schlimmeres Loch gefallen. Jetzt hatte ich ja diese 3000 Mark im Monat auch nicht. Also einen Schritt zurückgehen, das kann schon eine echt harte Sache sein. Aber auf der anderen Seite, brauchen wir wirklich das tolle Auto, die tolle Wohnung, den tollen Urlaub? Wenn wir uns das jetzt mal für eine Zeit nicht leisten können, wenn wir noch im Aufbau sind, brauchen wir das wirklich jetzt für die nächsten 1-2 Jahre? Oder wäre es gut, auch mal einen Schritt zurückzugehen, damit wir uns auf das besinnen, was wir wirklich lieben und dann für den Rest des Lebens ein herrliches Leben haben? Nachdem ich das einmal gelernt hatte, habe ich es immer wieder gemacht. Nachdem ich in meiner Versicherungsverkaufsorganisation über 100.000 im Monat verdient habe, habe ich gekündigt. Ich wollte dann meinen Lebenssinn finden. Und das war wirklich ein Schritt zurück. Wenn du regelmäßig gewöhnt bist, so viel Geld zu verdienen und dann zu kündigen, das ist schon krass. Aber ich habe meinen Lebenssinn gefunden. Und als ich ihn gefunden hatte, da ging es erst richtig los. Ich habe dann in den ersten 2,5 Jahren als Trainer 15 Millionen verdient. Was ich dir sagen möchte, wenn du tust, was du liebst, dann ist das vielleicht nicht der schnellste Weg, aber mit Sicherheit der schönste. Und es ist auch mit Sicherheit der herrlichste und im Gesamtbild auch der größte Weg. Und natürlich vor allem gibt es dir die größte Erfüllung, die größte Leidenschaft und auch das größte Outcome. Ich glaube, wir müssen demütig sein können. Denn du brauchst Demut, wenn du diesen Schritt zurückgehst. Dein Ego schreit, hey, sei weiter der Angeber, der du bist. Tu weiter so, als ging es dir richtig gut, als wärst du richtig cool. Die Demut sagt, ist doch scheißegal, was die anderen denken. Wichtig ist, dass du deine Leidenschaft findest. Dass du tust, was dich erfüllt. Denn das ist der Weg, um langfristig wirklich Erfüllung zu haben. Also sei bereit, von Zeit zu Zeit einen Schritt zurückzugehen. Denn dann kannst du dir möglicherweise und deinem Leben und deiner Karriere den größten Gefallen überhaupt tun.
Als ich vor Jahren mit Social Media angefangen habe, war das wieder ein Schritt zurück. Das war jetzt ein ganz neues Modell. Ich musste sehr, sehr viel lernen. In der Zeit konnte ich kein Geld verdienen. Mein Spiel wurde aber danach noch größer. Und ich sage dir, so wird es auch bei dir sein. Meine Botschaft ist also, finde etwas, was du liebst, auch wenn du dafür einen Schritt zurückgehen musst. Immer nur zunächst. Denk daran, es ist ja nur wie Anlauf nehmen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel. Wenn du mehr solcher Videos möchtest, dann bist du automatisch dabei, wenn ich dir die nächsten Tipps gebe. Und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.